Hallo und willkommen zu einem weiteren Part von Secret of Mana. Ja, ich bin hier wieder in Gaias Nabel bei den Zwergen. Zum einen... habe ich den Orb auf den Bumerang spielen lassen. Wir haben jetzt einen Chakram. Ein Chakram ist auch eine Wurfwaffe aus dem orientalischen Raum. Hier eigentlich ist ein Chakra mit vielen Klingen dran und so weiter. Und zum anderen wollte ich euch mal, ich hoffe, dass das funktioniert. One night is 15 GP. Stay the night. Ja, es funktioniert. Eine weitere Szene. Wow, that Watts is the best blacksmith I've ever seen. He's made my rusty sword shine like it's brand new. With a sword like this at my side, everyone can tell that I'm a knight who means business. I know. I'll try it out with a few practice swings. It figures. What's your problem? So immature. A rust-free sword doesn't make you a knight. You'll never be a warrior like Dyluck without training. That's why I'm practicing. That wasn't practice. That was posing. You just wanted to look cool holding that sword. No, I didn't. The truth hurts. Fine. No more sword practice today, or any day. Happy now? Oops, I didn't realize I touched a nerve. You did not. Ugh, like I said, you're so immature. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es noch eine Szene gegeben hätte, nur mit Poi Poi allein. Popoi allein, aber ist jetzt auch nicht, denke mal, so überlebenswichtig, oder Freunde? Ja. Ja, eigentlich habe ich gerade gespeichert, aber ist egal. Ja, wir haben jetzt schon, unser Charakter hat jetzt schon, der Hauptcharakter, 156 TP, die Mädels auch schon jeweils über 100. Also gar nicht mal so schlecht. Ja, ich habe mich hier mit der Kanone hingeschossen, damit es relativ schnell geht. Ne, Moment, nein. Ich will erstmal gucken. Wenn ich mich recht erinnere, gibt's bei den Zwergen eine von den sehr wenigen Nebenquests. Aber ich weiß noch nicht, ob die schon geht oder so. Vielleicht müssen wir da auch erst mit Popoi in den Tempel da unten gehen. Oh. Ja, das war damals also noch ein bisschen eckig und kantig. Und ich glaube, das hat mit dem hier zu tun, mit dem Dorfältesten. Ne, okay, er sagt nur, kümmere dich um sie. Ja, ich glaube, da müssen wir wahrscheinlich erst den Dings hier unten erreichen. Wir haben ja im letzten Part haben wir ja den Tiger besiegt bei der Hexe. Der ja, ich sag mal, wirklich im Vergleich zu dem, was ich Erinnerung habe, war doch relativ einfach. Aber hier sind jetzt keine Zwerge mehr. Gut. Wir werden jetzt hier die Abkürzung natürlich nehmen. Weil ihr wollt ja nicht nur sehen, wie ich hier unendlich kämpfe und so weiter. Ich habe jetzt Popoi erstmal den Chakram gegeben, damit sie den levelt. Und ich habe noch die Peitsche, da habe ich jetzt schon, ich glaube, 48% oder so. Ja, hier ist der Wucherkrater jetzt verschwunden. Warum, weiß ich nicht, aber es ist halt so. Kämpft doch mal, Mädels, ey.
Also geht doch so. Jetzt müssen wir jetzt natürlich wieder hier. Crit. Ruhe mit. Ja, wie gesagt, ich wollte Prim gerade heilen beim Boss. Da war der Boss auch schon tot. Wen greifen die hier an? Hier ist da ja keiner. Ja, wir müssen jetzt leider hier wieder Schritt hochlaufen. Schritt. Ja, wieder das Kämpfen ist etwas langwierig halt, weil die Waffen halt jedes Mal erst aufladen müssen für den nächsten Schlag und manchmal nicht treffen. Die sind jetzt natürlich da unten, ist ganz klar. Rot. Okay, ich habe jetzt die Stufe der Waffe erhöht. Dann werden wir mal tauschen. Dann kriegt... Wie soll ich denn jetzt sie? Naja, ist egal. Sie kriegt jetzt die Peitsche und ich das Schwert. Und Popoi... Ja, die braucht noch ein bisschen für den Boomerang. Ja, wie gesagt, desto stärker die Waffen sind. Also für den Chakram natürlich. Desto länger braucht es natürlich. Und aber das geht, bei allen Stufen geht es eigentlich. Aber also jeweils war das im Original damals so. Die allerletzte Stufe war ein Grauser. Da braucht man ewig, um die letzte Stufe hochzuziehen. Welcome, welcome. Ja, wir müssen jetzt die Kanone und schießen uns nach zum Wassertempel. Kostet zwar 50 Dinger, aber ist nicht so schlimm. Schon sind wir wieder da. Wollen wir mal gucken, was Rusalka von uns will. Bisschen schneller laufen. Save the game. Naja, gut. Undine, the elemental of water, lives in a cave behind a waterfall east of this palace. Her barrier protecting the palace has disappeared, and I fear the worst. Ja, Undine, auch eine mythische Kreatur, glaube ich auch aus der griechischen Mythologie. She could be in grave danger. You must find her. Aha. Na schön. Ja, man kann es irgendwie nicht verhindern, dass die Treppen immer wieder ausgeschaltet werden. Aber wird schon seine Gründe haben. So, dann wollen wir mal gucken, da los ist in der Höhle. Ich glaube, die Höhle haben wir schon mal kurz gesehen, aber da konnten wir, glaube ich, noch nicht viel machen. Ah, neue Gegner, Wassergegner. Und stark, wie ihr seht. War auch ordentlich Schaden, 10 Schaden.
bitte. So, gleich mal gucken. Mich interessiert's, was das für ein Typ ist. Aha, hier. Das ist Barracuda. Aha, okay. Dann wollen wir mal sehen. Noch mehr davon. Tritt. Okay. Nanu? Ah, okay, hier geht's weiter. Das ist gar nicht jetzt. What the? Auch ein Gegner. Hat anscheinend eine Menge Abwehr, okay. Wie hält denn das Ding aus? Quappel. Okay, jetzt sind wir auch bei Pokémon. Das hat sich entwickelt zu Mapuzzi oder wie die nächste Entwicklung heißt. Ja, mit Pokémon kenne ich mich nicht aus. Ganz ehrlich, Freunde. Heilen. Oh, Mann, macht ganz schön Schaden, das Ding. Wow. Ah, das ist ein Boss, eine Art Boss, okay. Okay, wir wurden wieder geheilt. Beider Boss Quappel und Echsenquappel. Ja, okay. Ja, wie gesagt, Pokémon kenne ich mich wirklich nicht mit aus. Oder halt nur wenig, sagen wir mal, begrenzt mit aus, weil ich habe nur damals die allererste Generation komplett einmal durchgespielt. Oh, wen haben wir denn hier? Und die zweite Generation habe ich zwar einmal durchgespielt, aber weit nicht komplett. Und danach habe ich nie wieder Pokémon angefasst, also. Elementals may manifest as two types of spells to use as you will. You may call upon my recovery and defense magic. And you may use my battle magic. What about me? You are the wielder of the Mana Sword. Magic will never be yours to master. For to pit your own magic against that of your sword could yield disastrous results. However, you may channel the magic of others through your mana weapon. For instance, she can cast Ice Saber on your weapon, turning your enemies into snowmen. In addition, I leave this mana weapon to you. With it, you may attack enemies both above and below you. Call upon me at any time. Okay, wir haben jetzt noch eine Lanze erhalten. Dienes magische Kräfte. Alright, I'll be. Ja, jetzt haben wir, das haben unsere Mädels magische Kräfte. Also, Moment. Wir haben jetzt noch eine weitere Waffe gekriegt.
Okay, ein Speer. Wisst jetzt zwar nicht, was da so anders ist als an. Upoi, die hat gerade. Okay. Dann nehme ich mal den Speer. Damit haben wir jetzt alle unsere Waffen. Und ich weiß gar nicht, konnte man die Magie auch so auswählen? Ja, okay. Hier haben wir jetzt Magie. Die hat uns 3 Zauber gegeben. Genesung, 1 Magiepunkt, Eissäbel, 2 Magiepunkte und Heilwasser, 2 Magiepunkte. Ach, ich meine, an Genesung wird die Statuseffekte wegmachen. Heilwasser wird uns heilen. Und jeden dieser Zauber müssen wir natürlich auch leveln. Ist ganz klar. Und Popoi. Hat hier so TP blinkt zwar nicht, ja. Energiesog, Frost und Säuresturm, okay. Und da gibt's halt, ich weiß gar nicht, wie viel Typen es gibt, die uns Magie geben, aber einige. Wir können ja mal gleich mal Magie probieren, zum Beispiel Säuresturm. Toll, dieser Tod. So normal. Los. Ja, wir sind leider, während wir zaubern, ein bisschen angreifbar. Mal gucken. Ja, hier können wir jetzt. Ja, wie ihr seht, ich habe den einmal angewendet. Macht schon 27, aber dürfte auch relativ schnell gehen. Mal gucken, ob. Jetzt, dann können wir jetzt ja erstmal zum nochmal zu den Zwergen zurückgehen. Und. Ja, sie halten sie auch immer. Use Undine's power to clear the magma in the underground palace. Crystal orbs are made to respond to a specific elemental's power. Okay. Und ich weiß auch, dass man mit diesen Orbs, wenn man dann bestimmte andere Magien drauf wirkt, dass man da sehr schnell die Magie ableveln kann. Aber ich weiß leider nicht mehr, welche Orbs das waren, aber könnte man vielleicht noch rausfinden über das Internet oder so.
Hat den Zauber jetzt überhaupt gewirkt? Ich habe immer noch volle TP, also hat den Zauber nicht gewirkt. Warum nicht? In Gold. Ja, dann werden wir jetzt noch zu Gaias Marble gehen und uns auch den Untergrundtempel anschauen. Achso, ja, leider kostet die Reise jedes Mal 50 Goldmünzen, aber wir haben ja fast 6000, also sollen wir uns beschweren. Und ich weiß gar nicht. War das mit der Magie? Musste man da auch Orbs für finden? Ach nee, mit der Magie, die hat sich erweitert, indem man, glaube ich, diese Tempel, also Wassertempel, Feuertempel, diese Samen da aktiviert hat. Dadurch hat sich die Magie immer um eine Stufe erweitert. Bitte geschlitzt. Mein Gott, nochmal, warum schubt er nicht Vieh nicht? Ja, wie gesagt, ich nehme jetzt die Abkürzung. Das Leveln und Grinden und so weiter, das mache ich alles offscreen. Das müsst ihr, wollt ihr sicher nicht sehen, wie ich hier stundenlang umherrenne und Gegner kille, um die ganzen Waffen und so weiter zu grinden. Ja, hochladen nicht möglich, wie immer. Wir müssen jetzt runter. Aber ich bin mir relativ sicher, man konnte hier noch eine Nebenquest auslösen bei den Zwergen. Eine der ganz wenigen, die es gibt im Spiel. Also eine weiß ich ganz genau, wo sie ist. So. Okay. Gehen wir mal hinein. Und wieder neue Gegner. Ja, das sind... So. Okay, wir haben sie auf Stufe 2. Oh Mann, ey. Gucken, wie sieht es bei den anderen aus? Können wir schon irgendwo tauschen? Sie hat fast die Lederpeitsche durch. Ja, wir können ja auch mal bei ihren Zauber ausprobieren. Achso, diese Teilzauber, die brauchen wir im Moment nicht. Gucken, was das für Gegner sind, nicht wahr, meine Freunde? Die sind halt wie
Goblins. Ach, hier fehlt schon wieder einer zwischendurch. Goblins, bloß eine andere Farbe. Die heißt jetzt Goblin... Goblin Älterer heißen die jetzt, okay. Ja, wie gesagt, der gleiche Typ halt, bloß halt eine andere Farbe. Wie gesagt, war damals ganz klassisch. Das ist ein Gegner, okay. Okay, jetzt ist Prim auch stärker, die Waffe. Jetzt tauschen wir die Waffen der Mädels aus. So. Ich benutze jetzt wieder unseren Main Character. So, mal gucken, was das für ein Typ war, nicht wahr? Mir fehlt trotzdem noch einer. Gucken wir, dass wir die noch finden. Einhornkopf, okay. Naja. Wie eine Schachfigur, wie ein Springer. Ein Speer ist eine Wurfwaffe. Aha. Okay. Hier ist ein Schalter, der macht was? Der macht irgendwas, aber das Spiel sagt uns nicht was. Okay. Doch, nehmen wir noch einen anderen Schalter. Betätigen. Hier ist noch so ein Typ. Greif ihn mal an, Mädels. Ja, Fernwaffen haben eine gewisse Angewohnheit zu verfehlen anscheinend. Ups. Okay, tot. Ich nehme an, hier wird der noch ein Schalter sein. Noch mehr Schleim. Okay, Speer ist auf Stufe 1. Sehr schön. Dann werde ich mal das Schwert, ne, werde die anderen... Ups, Entschuldigung, gegen das Mikro gekommen. Den Chakram kann ich noch nicht mehr, den andere, die anderen Level, also ich erstmal jetzt das Schwert. Jetzt ist hier der Kelch weg, dann werden wir mal... Hier mit ihr... mal den Schwertzauber hier machen. So. Jetzt habe ich ein Eisschwert. Da haben wir ein Eisschwert. Der führt sofort ein. Oh, mal gucken. Wie, da kriegt der überhaupt Schaden von? So, hier brauchen wir wieder die Peitsche. Peitsche, sagte ich. Nein, oh, was ist denn das hier für ein Scheiß? Peitsche. Wie
Wieso hat denn jetzt die Peitsche, verdammt nochmal? Achso, nee, ja, sollte ja, ja, doch, doch, ja. Ja, stimmt, die hatte ja die Peitsche, die hätte ja gar nicht wechseln müssen, naja. Offensichtlich ist der Eiszauber schon wieder vorbei. Hat der... Nee, der hat keinen Truhe getroffen, schade. Ist noch so ein Typ. Was das jetzt für eine war? Monster. Das war der, der hier gefehlt hat. Ein dritter Goblin. Eine Goblin-Wache. Die hat der andere anscheinend irgendwie herbeigerufen oder so. Also die haben schon drei Farben jetzt. Gelb, blau und rosa. Oder lila. Und so würde es mit allen anderen Gegnern natürlich auch sein. Aber wie gesagt, das war damals halt so üblich. Ist leider nicht noch ein Crit. Eigentlich müsste er den getroffen haben. Okay, tot. Pass, Stufe 2, okay. So, das war ein Zauber von ihm. Okay, er ist tot. Ich glaube, das ist nur eine Wand oder sowas. Das ist ein Fenster, das nach außen zeigt. Oh, ich hoffe mal, dass das nicht allzu lang hier wird, der scheiß Tempel. Weil ich gerne den Part beenden und speichern würde. So, mal gucken. Wir müssen eigentlich... Ach ja, genau. An den hängen wir auch noch. The great gnome ain't gonna let pipsqueaks on his turf. Now scram! What a lot of hot air. Why don't you scram? Yeah, I'll teach you a lesson, little brat. Ha! Take this! Why, you little... Aha. Okay, hier werden wir mal das Eisschwert wohlweislich benutzen. Ja, dafür, warum hat er sich jetzt nicht bewegt? Feuergigas. Nein, sie ist tot. Äh.
Oh Mann, der kann sich zu Flammen hauen, das ist doch nicht fair. Ah, er ist tot, okay. Ja, gut. Oh, ich bin ja auch fast tot. Aber wir müssen ja jetzt geheilt werden. Ja, und schon wie ein weiterer Boss, meine Freunde. Ja, der Gnom da. Ah, die MP werden nicht geheilt, okay. Okay. Muss auch ein bisschen. Und wir sind da. Der wird uns die Erdmagie geben. What a relief! Good thing you guys are strong. That oaf was always bugging me. Sorry, I kind of let loose on you guys in frustration. No hard feelings? I'll show you hard feelings. Swear your loyalty to me, and maybe, just maybe. Otherwise, I'll throw you to my vicious bodyguard. Genau, Mann fürs Grobe. Please, forgive me. I'll be your servant. I'll do anything. Hey, who are you calling your bodyguard? I know when I've met my match. Call on me anytime. I'll be there. Now, close your eyes, boss. Now both you and the missus over there can summon me. Excuse me? Since when were we an item? I like your style, gnome. Well, that's that. Ich sehe ja. Sie mag seinen Stil. Das Gnomes mag die Kräfte halt. Okay, jetzt gehen wir zum Mana-Samen. He is glowing. Er glüht. Damit haben wir jetzt die Möglichkeit, die Magie auf Stufe 2 zu bringen. Der Mana-Samen und das Mana-Schwert resonieren im Einklang miteinander. Aha. Come on. My head. Ow. You okay? Hang in there. Sorry, I drifted off there. Ja, sie kann anscheinend im Stehen schlafen, okay. Give me a break. Hey, don't get ants in your pants. While I was asleep, my past came back to me. I lived in the forest in the Upperland. Yeah. So it's decided. That's where we gotta go. I'll let you hang out with me until we get back to my home. You're welcome. Gee, thanks. Ja, ich finde, das sind doch wirklich tolle Charaktere, oder? Ja, jetzt. Nee, im Moment haben wir neue Zauber. Jetzt haben wir den Gnom. Der hat Zauber des Typs Erde. Steinsäbel oder Stein, was weiß der Henker. Hast macht uns wahrscheinlich etwas schneller. Oder lässt wahrscheinlich. Weiß nicht, sieht hier aus, ob man schneller rennt, ist egal. Und hier haben wir Schutz, also eine Art Schutzschirm. Und Popoi hat Erdrutsch, ist ein Angriffszauber. Diamantrakete, weiß ich jetzt nicht, was das ist. Ja, das werden wir alles ausprobieren.
und Gemach, also damit werden wahrscheinlich die Feinde langsamer. Und jetzt haben wir schon 6 Zauber, die wir greifen müssen, und das werde ich auch alles machen. Man kann hier nicht speichern. Ich hoffe mal, dass das Spiel jetzt hier gespeichert hat. An der Stelle. Und ich mache jetzt, oder ich werde offscreen halt bis zu den Zwergen schon mal dann gehen, um zu speichern. Aber ich mache jetzt hier mal Schluss. Ich danke euch fürs Zusehen. Wer mag, kann gerne einen kleinen Kommentar hinterlassen oder ein Like, oder wem es halt nicht gefallen hat, auch ein Dislike. Und ja, bis zum nächsten Part, wo wir wieder in der Stadt der Zwerge wahrscheinlich sein werden. Und wo wir dann nach zum Königreich Padua gehen, um zu gucken, was da los ist in dem Tempel, Ruinen da. Und ja, da werden wir uns wiedersehen, meine Freunde. Bis dann. Und ja, übrigens, was ich euch vielleicht erzählen will, beim PS4-Controller hier, wenn man den Charakter wechselt, dann wechselt er auch die Farbe. Rot für unser, für Rot ist für Prim, Grün ist für Popoi und Blau für unseren Helden. Ganz interessantes Detail. Aber also bis zum nächsten Mal, denn der Part ist jetzt schon wieder sehr lang. Und ja, bis dann.